Wer sich ihm in den Weg stellt, bekommt früher oder später Probleme mit Wladimir Putin. Der neue Zar, Macho, Kreml-Chef und jetzt auch Kriegstreiber mitten in Europa. Er ist gerne der Böse. Er genießt es, gefürchtet zu werden. Wer gegen ihn ist, wird zum Staatsfeind erklärt. Er ist nur ein Spion, ein Vaterlandsverräter. Wer seine Herrschaft in Frage stellt, muss um sein Leben fürchten. Ich dachte, ich sterbe. Das ist das Ende. Rücksichtslos und brutal, ein lupenreiner Despot. Er ist kein Patriot, er ist ein Krimineller. Vom KGB-Spion zum eiskalten Krieger. Der Mann aus Moskau sichert seine Macht mit allen Mitteln. Putins Rache müssen alle, vor allem aber Oppositionelle in Russland, fürchten. Auch Wladimir Kara-Murza geriet ins Fadenkreuz des Kremls. Der Politiker wurde Mitte April festgenommen. Man wirft ihm die Verbreitung von Falschnachrichten über das Militär vor. Darauf stehen in Russland inzwischen bis zu 15 Jahre Haft. Kurz vor seiner Verhaftung trifft Spiegel TV Kara-Murza in Berlin zum Interview. Der bekannte Putin-Kritiker kämpft seit Jahren gegen staatliche Korruption. Wie gefährlich seine Aufklärungsarbeit ist, musste der Oppositionelle am eigenen Leib erfahren. Ich saß bei einem Arbeitstreffen mit ein paar Kollegen in Moskau. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, fühlte ich mich sehr schlecht. Ich fühlte, dass ich keine Luft mehr bekam, mein Herz raste, ich bekam Schweißausbrüche, mein Blutdruck fiel ab, ich musste mich übergeben. Meine Kollegen mussten mich stützen, weil ich nicht mehr stehen konnte. Sie legten mich auf ein Sofa und riefen den Krankenwagen. An den darauffolgenden Monat und die Zeit danach kann ich mich nicht erinnern. Das war 2015. Kara-Murza fällt ins Koma, doch er überlebt. Dann passiert zwei Jahre später das Unfassbare, ein weiterer mutmaßlicher Giftanschlag. Bei beiden Vergiftungen dachte ich, ich würde sterben. Ich dachte, das ist das Ende. Ich hatte von Anfang an keine Zweifel, dass beide Vergiftungen Absicht waren, dass beide Male dazu gedacht waren, um zu töten und nicht um Angst einzujagen. Der Grund für diese Vergiftung war mein langjähriger Einsatz für Sanktionen. Die sogenannten Magnitsky-Sanktionen in westlichen Ländern, die sich gegen Offizielle und Putin-Oligarchen richten, die es sich zur Gewohnheit gemacht haben, in Russland zu stehlen und dann das Geld im Westen auszugeben und zu bunkern. Der Wirtschaftsprüfer Sergei Magnitsky, auch er ein Kämpfer gegen Korruption. Magnitsky hatte Steuerbetrug durch russische Beamte untersucht. 2008 kommt er wegen angeblicher Steuervergehen selbst hinter Gitter, stirbt wegen schlechter Haftbedingungen. Doch auch nach seinem Tod geht der Prozess weiter. Posthum wird er verurteilt. Vier Jahre später unterzeichnet US-Präsident Obama ein Gesetz zu Sanktionen gegen russische Amtsträger und nennt es Magnitsky Act. In London treffen wir den ehemaligen Arbeitgeber von Magnitsky. Für Bill Browder ist klar, wer für dessen Tod verantwortlich ist, der Mann im Kreml. Er stellte Sergei Magnitsky vor Gericht, das erste Gerichtsverfahren in der russischen Geschichte gegen einen Toten. Dann beförderte er die Leute, die ihn getötet haben. Das erzählt alles über Wladimir Putin. Er ist kein Patriot, er ist ein Krimineller, dem es nur ums Geld geht. Ihm ist die Wahrheit egal. Wenn wir die Ereignisse um Magnitsky nehmen, können wir eine direkte Linie ziehen zu dem, was jetzt in der Ukraine passiert. Das ist einfach ein Mikrokosmos und ein klarer Hinweis, wer Wladimir Putin wirklich ist. Laut eigener Aussage geriet er selbst auch ins Visier von Putin. Ich habe die letzten 10 Jahre überstanden, aber er hat gedroht, mich zu töten und mich zu entführen, hat internationale Haftbefehle und meine Auslieferung beantragt. Es gab Gerichtsverfahren, Berichte gegen mich und Trollfabriken. Es gab den ganzen Apparat, der mich zerstören sollte. Ich hatte sehr viel Glück und musste sehr gut aufpassen, um zu überleben. Ein anderer Putin-Gegner schafft das nicht, Boris Nemtsov. Lange ist er eine wichtige Stimme in der russischen Opposition und entwickelt sich damit zu einem der härtesten Widersacher seines Präsidenten. Nemtsov setzt sich für Sanktionen gegen Putin-treue Oligarchen ein, nennt Russland einen Mafia-Staat und kritisiert die Annexion der Krim. Alle Abkommen, die geschlossen wurden, hat Putin gebrochen. In diesem Sinne begeht der Mann auf internationaler Ebene ein Verbrechen. Einmal vergleicht er Putin sogar mit Hitler.
Damals in den 30er Jahren war das deutsche Volk von Hitler begeistert. Jetzt aber hassen alle Hitler. Genau das wird Putin erwarten. Wahrscheinlich ist es seine scharfe Kritik, die ihn am Ende das Leben kosten wird. Es ist der 27. Februar 2015, als er sich im Nobelkaufhaus Gumm mit seiner Freundin trifft. Später gehen sie über eine Brücke mitten in Moskau. In dieser Nacht soll dort nur eine Überwachungskamera aufgezeichnet haben. Schemenhaft sieht man das Paar. Von hinten nähert sich der mutmaßliche Mörder. In diesem Moment fährt eine Kehrmaschine über die Brücke. Der Täter schießt von hinten auf Boris Nemtsov. Danach ist ein Mann zu erkennen, der in ein Auto springt und flüchtet. Ein Attentat in Sichtweite des Kremls. Wladimir Karamursa war ein Mitstreiter Nemtsovs. Die Hinrichtung für ihn ein klares Signal. Jahrelang hat Putins Regime versucht, Boris Nemtsov zum Schweigen zu bringen. Sie wollten ihn einsperren, ihn bedrohen, ihn belästigen. Sie wollten ihn zwingen, das Land zu verlassen. Aber er entschied sich, wie viele andere im Land zu bleiben und zu kämpfen. Und die einzige Möglichkeit, ihn zum Schweigen zu bringen, waren diese 5 Schüsse in den Rücken auf der Brücke vor dem Kreml. Wenn er den Oppositionsführer vor dem Kreml ermorden kann und damit davonkommt, dann gibt es keine Grenzen mehr für ihn. Wenige Tage später werden 5 Männer festgenommen. 3 von ihnen stammen aus Tschetschenien, darunter Saur Dadajew. Er und die anderen 4 werden 2 Jahre später für den Mord an Nemtsov zu langen Haftstrafen verurteilt. Dadajew diente zuvor in einer Eliteeinheit des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrov, der in der islamisch geprägten Teilrepublik herrscht und als Putins Mann fürs Grobe gilt. Während Dadajew und die anderen verurteilt werden, bleiben die Hintermänner im Dunkeln. Einer soll Ruslan Geremejew sein. Er diente wie Dadajew in einer Eliteeinheit von Tschetschenien-Autokrat Kadyrov. Er gilt als mutmaßlicher Organisator des Attentats auf Nemtsov, doch sein Name taucht in der Anklageschrift nicht auf. Dafür taucht Geremejew wieder auf, und zwar als Kämpfer in der Ukraine. Tschetschenische Propagandabilder zeigen ihn nach einer Verwundung mit Kadyrov. Der Mord an Boris Nemtsov, für viele ist er eindeutig politisch motiviert. Bis heute vermuten Oppositionelle die Drahtzieher des Anschlags im Kreml, auch wenn Putin die Tat öffentlich verurteilt. Wir müssen Russland von Schande und von Tragödien befreien, wie wir sie gerade erlebt haben. Den dreisten Mord an Boris Nemtsov, mitten im Zentrum der Hauptstadt. Mit dem Anschlag an Nemtsov verstummt einer von Putins schärfsten Gegnern für immer. Aber dafür ergreifen andere wie Alexei Nawalny das Wort. Der Jurist und Politiker bekämpft seit vielen Jahren die Korruption in Russland. Er organisiert landesweite Proteste, mobilisiert Zehntausende. Wer ist hier die Macht? Wir sind hier die Macht! Immer wieder wird Nawalny festgenommen und angeklagt, wird Ziel staatlicher Repression. Dennoch attackiert er den Präsidenten weiter. Der Mann, der sein ganzes Leben von Geld geträumt hat, hat eine Position erreicht, in der man stehlen kann und sich bestechen lassen kann. Hier hat sich Wladimir Wladimirovich eingerichtet. In dem Video berichtet Nawalny von einem riesigen Palast am Schwarzen Meer, der Putin gehören soll. Dann wird Nawalny Ziel eines Anschlags. Auf einem Flug nach Moskau geht es ihm plötzlich schlecht. Die Ursache offenbar eine Vergiftung. Kurz darauf wird er nach Deutschland verlegt. In der Berliner Charité ist er sicher und erholt sich im Laufe der nächsten Wochen. Untersuchungen zeigen, auch hier war ein russischer Nervenkampfstoff im Spiel. Alexej Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen. Damit ist sicher, Alexej Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden. Recherchen der Investigativgruppe Bellingcat des Spiegel und anderer ergeben, dass eine Spezialeinheit des FSB Nawalny beschattet und am Ende vergiftet haben soll.
Teil des Anschlagteams soll Konstantin Kudryavtsev, ein Chemiewaffenspezialist des russischen Geheimdienstes, gewesen sein. Auch Nawalny beteiligt sich an den Recherchen. Ein Video zeigt, wie er jenen Kudryavtsev anruft und sich als Mitarbeiter des Sicherheitsrates ausgibt. Der spricht freimütig über die Tat. Wäre er etwas länger im Flugzeug gewesen und nicht so schnell notgelandet, wäre alles wahrscheinlich anders ausgegangen. Die Sanitäter auf dem Rollfeld haben ja leider auch sehr schnell gearbeitet. Selbst der Kreml-Chef äußert sich zu dem Fall. Der Geheimdienst sollte ihn beschatten, aber das heißt nicht, dass sie ihn vergiften sollten. Wer braucht ihn schon? Wenn sie es gewollt hätten, hätten sie den Job beendet. Als es ihm besser geht, fliegt Nawalny zurück nach Russland, trotz der Gefahren, die dort auf ihn warten. Alexei, haben Sie keine Angst? Ich möchte mich bei Deutschland ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, dass wir alle gut landen und ich bin mir sicher, dass alles gut wird. Ich bin heute sehr, sehr froh. Ich würde mich jetzt gerne hinsetzen. Sie werden nach der Landung verhaftet? Dass ich verhaftet werde, ist unmöglich. Ich bin unschuldig. Doch gleich nach der Landung wird er festgesetzt. Nawalny soll gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben. Er kommt in Untersuchungshaft. Die Willkür herrscht überall in Russland. Und die Menschen haben sich daran gewöhnt. Das ist eine Demonstration, um mich und andere einzuschüchtern. Nawalny wird zu 3,5 Jahren Arbeitslager verurteilt. In Haft tritt er zwischenzeitlich in einen Hungerstreik. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich. Menschenrechtsorganisationen sprechen von Folter. Auch Oppositionspolitiker Karamursa wurde wie Nawalny vergiftet. Jeder Andersdenkende kann in Putins Reich zum Ziel staatlicher Willkür werden. Das Justizsystem in Russland fungiert als verlängerter Arm der Regierung. Und wir wissen, dass da hunderte politische Gefangene in Russland sind, international anerkannte politische Gefangene. Diese Leute sind nicht im Gefängnis, weil sie ein Verbrechen begangen oder das Gesetz gebrochen haben, sondern weil sie bestimmte rote politische und religiöse Linien des Putin-Regimes überschritten haben. Alexei Nawalny wird am selben Tag freikommen, an dem, auf welche Art auch immer, Putin aus dem Kreml verschwindet. Vor kurzem wurde Alexei Nawalny zu weiteren 9 Jahren Lagerhaft verurteilt. Düstere Aussichten, nicht nur für ihn. Putins langer Arm erreicht offenbar weit über sein Reich hinaus, wenn es um angebliche Staatsfeinde geht. So wie den Georgier Selimkhan Kangoschwili. Tatort Tiergarten. Mitten in Berlin ereignet sich eine Hinrichtung. Am 23. August 2019 schießt ein Mann auf einem Fahrrad auf sein Opfer. Selimkhan Kangoschwili wird 2-mal in den Kopf getroffen. Er hinterlässt 4 Kinder und ihre Mutter. Er war in dem Moment, in dem er starb, 40 Jahre alt. Nach dem Mord entsorgt der Schütze die Tatwaffe in der Spree. Auch sein Fahrrad, mit dem er sich dem Georgier von hinten näherte, versenkt er im Fluss. In Tatortnähe wird ein Mann festgenommen. Er gibt sich als Vadim Sokolov aus, russischer Staatsbürger, Beruf Bauingenieur. Er streitet die Tat ab, doch die Behörden haben einen Verdacht. Es handelt sich nach unseren Erkenntnissen um einen Auftragsmord staatlicher russischer Stellen. Aus Sicht der russischen Regierung war das Tatopfer ein Staatsfeind, insbesondere deshalb, weil der Getötete im Tschetschenienkrieg gegen Russland gekämpft hatte. Ein Mord im Auftrag der russischen Führung? An deren Spitze steht seit 2000 niemand anderer als Wladimir Putin. Für deutsche Kanzler lange Zeit ein gern gesehener Gast, der sich einst im Bundestag als lupenreiner Demokrat gab. Ich kann mit Zuversicht sagen, das Hauptziel der Innenpolitik von Russland ist vor allem die Gewährleistung der demokratischen Rechte und Freiheit. Schickte der Kreml also einen Mörder an die Spree? Christa Grosjew von der Investigativgruppe Bellingcat beginnt mit dem Spiegel und The Insider, die Vita des mutmaßlichen Täters zu durchleuchten. Ihre Recherchen fördern Erstaunliches zutage.
Die Person, die für den Mord nach Berlin gereist ist, hat ein staatlich organisiertes Alibi erhalten. Ein komplettes Set an Pässen, Aufenthaltserlaubnissen, Rentennachweisen und Steuerdokumenten. Das kann keine kriminelle Organisation für einen Auftragsmörder organisieren. Das war die russische Regierung. Wir haben herausgefunden, dass die gleiche Person, also der Killer, mit Mitgliedern der russischen Sicherheitsdienste in Kontakt stand, unmittelbar bevor er für das Attentat nach Berlin geflogen ist. He had flown to Berlin for the assassination. Die Spur zur wahren Identität des Killers führt nach Moskau. Hier ereignet sich 2013 ein Attentat auf einen russischen Geschäftsmann. Wie in Berlin nähert sich der Mörder von hinten auf einem Fahrrad. Das Opfer bemerkt den Angreifer noch, versucht sich zu wehren. Keine Chance. Den Mann treffen 5 Schüsse. Nach Ansicht der Journalisten zeigt das Video Parallelen zum späteren Tiergartenmord. Das Muster ist nahezu identisch. Der Killer kommt auf einem Fahrrad. Die Schüsse in den Rücken, der kontrollierte Schuss in den Kopf. Das sehen wir in beiden Fällen. Außerdem eine sehr sorgfältige Beseitigung der Beweise. Die Patronen werden aufgehoben und der Killer verschwindet. Also es scheint ein sehr professioneller Mord gewesen zu sein, von jemandem, der trainiert wurde, es ordentlich zu machen. Nach dem Mord in Moskau ermittelt die Polizei. Sie schreibt einen gewissen Vadim Krasikov zur Fahndung aus, sogar bei Interpol. Dieser weist den Recherchen zufolge eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Tiergartenmörder auf. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 77%. Dann finden Groziev und seine Mitstreiter ein Führerscheinbild von Vadim Krasikov. Das ist Vadim Krasikov, die wahre Identität der Person, die unter dem Namen Vadim Sokolov gereist ist. Wir haben herausgefunden, dass er der Killer ist. Es gelang uns, die Identität des Tatverdächtigen in dem russischen Fall, Vadim Krasikov, das ist sein Foto, mit dem Gesicht von Sokolov zu dem Zeitpunkt abzugleichen, als er in Berlin 2019 verhaftet wurde. Das Mordopfer Kangoschwili war in Russland zur Fahndung ausgeschrieben. Unter anderem soll er im Tschetschenienkrieg an Kampfhandlungen gegen die russische Armee beteiligt gewesen sein. Manana Tsatjeva ist seine Ex-Frau und die Mutter seiner 4 Kinder. Sie hatte gehofft, dass sie in Deutschland sicher sind. Vergeblich. Hier steht auf Georgisch Selim Khan, Dishni. So nannten sie ihn beim Militär. Dieses Attentat, es kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Damit hatten wir nicht gerechnet. Bereits 2015 gab es in Tiflis einen Anschlag auf Kangoschwili. Er überlebt knapp, trägt damals eine Verletzung am Arm davon. Er flüchtet in die Ukraine, dann nach Deutschland. Später kommt seine Familie nach. Seine Ex-Frau erhält damals eine Drohung per SMS. Glauben Sie nicht, dass Sie uns so leicht entkommen können. Vergessen Sie nicht, dass Sie 4 Kinder haben. Wollen Sie, dass mit Ihnen etwas passiert? Wir beobachten Sie und haben alles unter Kontrolle. Wahrscheinlich kennt jeder diese Horrorfilme, in denen eines der Kinder verschwindet. Und man hört durchs Telefon nur die Schreie. Ich habe meine Töchter gezwungen, die Kopftücher abzunehmen, damit sie keine Aufmerksamkeit auf der Straße erregen. Damit man sie nicht erkennt, habe ich einer meiner Töchter die Haare kurz geschnitten. Diese Art Tricks mussten wir immer wieder anwenden. Wer den Mord an ihrem Ex-Mann in Auftrag gab, darauf wird Manana Tsatjeva wohl nie eine Antwort bekommen. Wenige Monate nach der Tat, am Rande des Ukraine-Gipfels in Paris, erklärt Putin jedenfalls, wie er den Fall sieht. Diese Person war bei uns zur Fahndung ausgeschrieben. Er war eine militante, harte und blutbefleckte Person. Er hat sich in einem kriminellen Umfeld bewegt. Da kann alles passieren. Doch für die deutsche Justiz besteht kein Zweifel. Sie verurteilt den Killer zu lebenslanger Haft. Er handelte im Auftrag des russischen Staates. Die Recherchen von Bellingcat, Spiegel und The Insider waren Teil des Gerichtsverfahrens. Ein Attentat auf einen politisch unbequemen Aktivisten,
Jemand, der von Russland als Staatsfeind gebrandmarkt wurde, kann innerhalb des russischen Systems nicht passieren ohne die Genehmigung des Präsidenten. Einfach aus dem Grund, weil, wenn etwas schiefläuft, wie es in diesem Fall passiert ist, ist es der Präsident, der dafür politisch bezahlt. Mit welchen Mitteln auch immer, Putin räumt Gegner aus dem Weg. Eine Opposition gibt es im Russland von heute nicht mehr. Vor Putins Rache ist niemand sicher. Auch nicht die eigenen Leute, wenn sie in Ungnade fallen oder, wie Alexander Litwinenko, als Verräter gelten. Er geriet in Putins Fokus, weil er sich offen gegen den Machthaber im Kreml stellte. Der frühere FSB-Offizier flieht im Jahr 2000 nach London, wo er Asyl beantragt. Danach soll er für den britischen Geheimdienst gearbeitet haben. Wenige Jahre später stirbt er an einer Poloniumvergiftung. Putin streitet damals jegliche Verantwortung ab. Was soll ich da kommentieren? Die Menschen, die das getan haben, sind keine Götter. Und Herr Litwinenko ist leider nicht Lazarus. Es tut mir schrecklich leid, dass so ein tragisches Ereignis wie der Tod eines Menschen für politische Provokationen ausgenutzt wird. Litwinenko, wohl ein Opfer russischer Agenten. Mit Sergei Skripal trifft es einige Jahre später einen weiteren Ex-Geheimdienstler. 2018, Salisbury in England. Skripal und seine Tochter werden mit dem russischen Nervenkampfstoff Novichok vergiftet. Skripal war Oberst des Militärgeheimdienstes GRU. Mitte der 90er läuft er zu den Briten über, wird wegen Hochverrats zu 13 Jahren Arbeitslager verurteilt. Kommt später aber im Rahmen eines Agentenaustausches frei. Er zieht nach England, wo es später zum Giftanschlag kommt. Der Fall löst eine schwere diplomatische Krise zwischen Moskau und dem Westen aus. Putin zeigt sich allerdings wenig beeindruckt. Er ist nur ein Spion, ein Vaterlandsverräter. Skripal und seine Tochter überleben den Anschlag. Die Tatverdächtigen, drei russische Agenten. Mittlerweile führt Putin nicht nur Krieg gegen Einzelne, sondern gegen ein ganzes Volk. Er will das große Russland zurück. Der Vorwand abenteuerlich. Wir streben an, die Ukraine zu demilitarisieren und zu entnazifizieren. Doch die militärische Spezialoperation läuft nicht wie geplant. Der Widerstand der Ukrainer ist stärker als gedacht. Je länger der Krieg dauert, desto unzufriedener erscheint Putin. Dafür gibt es nach Ansicht von Beobachtern zahlreiche Anhaltspunkte. Der Investigativjournalist Andrei Soldatov ist Geheimdienstexperte und glaubt, der Kreml-Chef wird falsch informiert über den Krieg. Bis jetzt hat da niemand aufgegeben. Es gab erbitterten Widerstand, der weiter anhält. Sie haben daran festgehalten, ihre Kolonnen tief in die Ukraine zu schicken. Sie wurden weiter von den Ukrainern aus dem Hinterhalt angegriffen. Sie haben eine Menge Panzer verloren, aber sie halten daran fest. Die einzige Erklärung dafür ist, dass der Spitzenmann im Kreml immer noch überzeugt ist, dass alles nach dem ursprünglichen Plan läuft. Es ist offensichtlich, dass er nicht alle Informationen bekommen hat über das, was in der Ukraine abläuft. Inzwischen vermutet der russische Herrscher wohl überall Lüge und Verrat. Abtrünnigen Gefolgsleuten droht er unverhohlen. Sie haben nur ein Ziel, die Zerstörung Russlands. Aber alle Völker und besonders das Russische sind in der Lage, Patrioten von Abschaum und Verrätern zu unterscheiden. Man spuckt sie aus wie eine Mücke, die einem zufällig in den Mund geflogen ist. Man spuckt sie auf die Straße. Offenbar hat er längst eine Art Säuberungsaktion begonnen. So fiel beispielsweise Roman Gavrilov in Ungnade, Vizechef der Nationalgarde, die in der Ukraine hohe Verluste erlitt. Unbestätigten Berichten zufolge soll er festgenommen worden sein. Putins Suche nach Verantwortlichen für die Misserfolge in der Ukraine reicht bis in den FSB, wo er einst selbst Direktor war. Sergei Beseda war dort Chef der Auslandsaufklärung, einer der wichtigsten Geheimdienstler. Nun wird ihm offenbar das Kriegsdesaster angekreidet. Aus Angst vor Putins Reaktion sollen ihm die Dienste nur geschönte Informationen über die Ukraine geliefert haben. Beseda sitzt inzwischen im berüchtigten Stalin-Gefängnis Lefortowo ein. Die Anstalt dient dem Kreml oft zur Inhaftierung mutmaßlicher Verräter. Immer wieder zeigt Putin, dass er der Boss ist. Kurz vor Kriegsbeginn etwa trifft es den Auslandsgeheimdienstchef Naryschkin.
Was bedeutet das? Schlagen Sie vor, wir sollten Verhandlungen aufnehmen? Nein, nicht. Dann zieht er mit einem Versprecher Putins Unmut auf sich. Ich unterstütze den Vorschlag über den Eintritt der Republiken Donetsk und Luhansk in die Russische Föderation. Wir sprechen gar nicht darüber. Wir haben darüber auch noch nicht diskutiert. Wir sprechen über die Anerkennung der Unabhängigkeit, oder nicht? Ja, ich schließe mich dem Vorschlag an, deren Unabhängigkeit anzuerkennen. Gut, danke. Nehmen Sie Platz. Der Machthaber in Moskau erscheint immer mehr Entscheidungen einsam und allein zu treffen. Es sieht so aus, dass Putin eigentlich nur noch auf vielleicht 4 bis 5 Leute hört. Vor 5 Jahren waren da noch Tausende, auf die er hören konnte. Das hat sich komplett geändert. Von den Leuten, die jetzt noch da sind, wird erwartet, dass sie den Befehlen folgen. Und natürlich sieht das Ganze nicht wirklich gut für sie aus, weil wir nicht wissen, was als nächstes kommt. Es gibt jetzt sehr viele Leute, die sich plötzlich auf die eine oder andere Art bedroht fühlen. Putin, der angeblich lupenreine Demokrat, der zum Despoten und zum Kriegstreiber wurde. Wann hat er seinen Machthunger gestillt? Diese Frage beschäftigt mittlerweile die ganze Welt.